Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Ja, Jay Riddle hat ein neues Video hochgeladen, die Zerstörung der Woke-Bubble. Und da darf meine Reaktion drauf natürlich nicht fehlen. Ich möchte direkt zu Beginn sagen, falls ihr das Originalvideo nicht gesehen habt, in der Videobeschreibung gibt es den Link und ich würde euch auch wirklich empfehlen, guckt euch vorher das Original an, weil es kann sein, dass ich Pause drücke und in den falschen Momenten meinen Senf dazugebe, sodass Punchlines kaputt gehen, weil ein Jakob-Rätsel-Video, also Jay Riddle-Video, sollte man sich eigentlich in voller Gänze angucken. Aber ja, wir machen das trotzdem aus Tradition heraus. Im letzten Video war ich ja selber drin vertreten und wir sehen schon, es geht schon mit mit Shioka los, oh Gott. Shioka ist wirklich auch, wie gesagt, sie ernährt mittlerweile, glaube ich, mit ihrem Content halb YouTube. Also, wir gucken mal rein. Ich bin eine Frau. Hey, es ist absolute Rotze. Hey Leute, ihr habt entschieden und die Jagdsaison auf die Woke-Bubble ist hier mit der... Moment, wen haben wir da? Wir haben Kuchen und... Ist das... das Tobias Huch? ...öffnet und es wird eine legendäre Serie an Videos, die sich gewaschen hat im Gegensatz zu T-Tech. Seife? Reife? Was ist Seife? Wir werden in die Tiefen des Menschen... T-Tech kenne ich überhaupt nicht. Okay, war schon ein harter Diss zu sagen, dass derjenige sich nicht waschen würde. ...menschlichen Abgrundsblicken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Clique von selbsternannten Weltverbesserungsexperten... Ah, nee, das ist ein anderes Panel, oder? Ich hab, das, die sind ja mittlerweile auf vielen Panels. Ich habe ein Panel, ja, haben wir hier im Stream, haben wir das schon mal reingeguckt. Das ist alles nicht mehr feierlich. Karren regelmäßig gegen die Wand fahren, wie eine Frau, die versucht einzuparken. Obwohl man gelernt hat, dass man vorwärts nicht in eine enge... Okay. Ich lache ein bisschen zu viel, das ist gemein. Parklücke kommt, versuchen Frauen es immer wieder und geben schließlich auf. Im Kern ist die von mir liebevoll betitelte Woke-Bubble eine Gruppe von Gutmenschen, welche existiert, um sich über alles und jeden zu empören, der auch nur ein paar Zentimeter von ihrer Weltsicht abweichen. Wer sind die? Einst waren sie Menschen. Mehr oder weniger bekannte Gesichter sind Shoyoka, Tilted Floskel, Finessi, Twitter Warrior, Dave Ocelot, der böse Imp Naitan oder aber der Pueblo Tabak. Der böse Imp Naitan? Hab ich das richtig gehört? Influencer und des Schwergewicht Dekadent, welcher uns mit regelmäßigen Streams aus seinem Keller beglückt, weil das Fundament seines Hauses in Irland für einen Aufenthalt im ersten Stock nicht stark genug zu sein scheint. Ein lieber Scholli. Ich muss aber sagen, ich habe lange kein Dekadent mehr geguckt. Hat der nicht mittlerweile ein bisschen die Kurve zumindest gekriegt? Also so, ich hatte das Gefühl, er hat auch so schon leicht gemerkt, dass es ein bisschen abdreht. Aber mal sehen. Ich sehe den Dekadent-Fanboy Nummer 1 gerade schon mit dem Kopf schütteln, aber um den dicken Michi soll es heute nicht gehen. Also kannst du aufatmen, Bruder. Auch wenn er selbstverständlich ein Paradebeispiel für die hässliche Seite der Woke-Bubble ist, wir erinnern uns, dass er mal probiert hat, Wahlbetrug zu legitimieren, wenn es die Richtigen trifft. Hey, wenn ihr Wahlhelfer seid, ne? Wenn ihr Wahlhelfer seid oder wenn ihr Stimmen auszählt oder anderweitig beteiligt seid und ihr seht, dass AfD gewinnt, verbrennt das einfach. Verbrennt die einfach, macht selber irgendwie noch Unterschriften drauf, dass die Stimmen als ungültig sehen, schmeißt die einfach weg, ne? Scheiß auf Demokratie. Passt auf, jetzt kommt der miesepetrige Dekadent. Du sollst keine Figuren nach mir benennen. Auf der Welt gibt's nur Idioten außer mir. Stimmt ja auch. Heute thematisieren wir im ersten Video der Reihe konkret die aktuellen Fauxpas der Transaktivistin Finessi für die Kings mit Kindern anscheinend richtig geiler Scheiß sind, aber auch ihre Fehltritte in der Vergangenheit. Außerdem gebe ich euch ein Update zu den Gerichtsprozessen Shoyokas, wie sich jetzt sogar ihre engsten Freunde von ihr distanzieren und wie peinlich sie auf mein Video von vor 2 Monaten Shoyoka droht mir geantwortet hat. Shoyokas Suche nach Verbündeten, die sie noch nicht vergrault hat, erinnert mich derzeit an das Ende von Titanic. Ist hier noch irgendjemand am Leben? Kann mich irgendjemand hören? Ist hier noch irgendjemand am Leben? Es ist auch so bitter. Also wirklich, diese Shoyoka-Thematik, ich hatte es im letzten Video auch schon gesagt, das ist so krass. Also ich denke mehrmals am Tag, also auch wenn man mal mit anderen Content-Creators quatscht, man rätselt immer noch so und denkt,
13 ist doch irgendwie, das ist doch ein abgekatertes Spiel, da steckt doch ein größerer Plan hinter. Nein, sie legt sich immer weiter mit allen an. Ich finde es voll schade, also ich bin, bis jetzt bin ich ja noch davon gekommen. Ich habe aber auch gar kein Interesse, also ne, das ist von mir, von meiner Seite aus ist es nie irgendein Front. Also ich versuche das Ganze immer so ein bisschen von größerer Entfernung eigentlich so zu betrachten, vom sicheren Spielfeldrand oder außerhalb des Oktagons, wie man es nennen möchte. Und ich hatte einen ganz interessanten Kommentar noch aufs letzte Video gesehen. Da war auch jemand, hat er geschrieben, spätestens wenn Jan Böhmermann sich für dich stark macht, dann weißt du, die Kacke ist am Dampfen. Und ich glaube ja. Zu lange gewartet. Bevor wir konkret zu den heutigen Themen kommen, ein kurzer Rundumschlag in Form eines satirisch-metaphorischen Bildes, wie die Situation derzeit ausschaut. Stellt euch einen hitzigen Spieltag in der Toleranz-Arena vor, gesponsert von Oh Gott, mein Humor ist aber auch einfach absolut low-level. Wahrscheinlich war das noch nicht mal, ist das noch nicht mal neu, aber ich finde Toleranz-Arena lustig. Und Hetze, es steht derzeit 1-3 nach 4 Patzern der Store-Tavertin Shoyoka die Wandscholz, welche ihren Spitznamen nicht etwa aufgrund ihrer spielerischen Erfolge hat, sondern weil Diskussionen sich mit ihr anfühlen, als würde man mit einer Wand reden. Sie spielt für den tabellenletzten VfB Regenbogen, ich scheiß mich ein, welcher grundsätzlich nicht nach Leistung, sondern nach Diversität aufstellt, sodass Mittelfeld-Diva Dave unbedient im Mittelfeld popeln kann, während die Viererkette aus Paar-Playern an den Pfosten pissen ging. Entschuldigung, das muss ich nochmal gerade, das ist so schön, also das ist ja wirklich, lieber Jay Riddle, das ist so schön, ich mag das, wie das ein immer wieder, wie du es schaffst, Formulierungen und dann hauen die dir irgendwie richtig geil die Beine weg und du liegst vor Lachen auf dem Rasen. Unbedient im Mittelfeld popeln kann, während die Viererkette aus Paar-Playern an den Pfosten pissen, gegen den Shoyoka regelmäßig am Ball vorbei gegenspringt, sodass man sich offensiv eigentlich nur noch auf Flügelflitzer, Floske und Leihspieler, welcher nichts mit der Woke-Bubble zu tun hat, das Kopfball-Ungeheuer Leroy Matata ver- Das war lustig. Erlassen kann. Woher weißt du Goofy das denn? Kurz vor Anpfiff der zweiten Halbzeit betritt nun Top-Favorit und Fanliebling Borussia Boys Club das Spielfeld zu tosenden Applaus des basierten Publikums. Sind wir Dodgeball, ne? Ich mag auch einfach Ben Stiller-Humor. Also, da können Leute sagen, was sie wollen. Ben Stiller für mich einer der größten Comedy-Macher aller Zeiten. Während sich der VfB-Coach Dekadent nach seiner aktiven Laufbahn als Wasserträger nun auf der Trainerbank die Seele aus dem Leib schreit, damit der Hotdog-Verkäufer T-Tech auf ihn aufmerksam wird, betreten nun die Stars der laufenden Saison das Spielfeld, unter anderem der Ballverteiler KuchenTV, welcher in jeder seiner Stutzen eine Elfbar versteckt hat und gerade in der Kritik steht wegen eines unkritischen Aftergame-Interviews mit Moderatorin Annie the Duck. Oder die Torwartmauer Monte, er hält nicht nur Bälle, sondern auch Frauen für Hunde. Moin, meine aktiven Freunde. Frauen sind wie Hunde. Nicht zu vergessen, Stürmer Skyros mit dem krassesten Schuss der Liga. Jeder Schnappschuss von ihm trifft perfekt das Dekolleté von Frauen. Außerdem natürlich der hochdekorierte Tobias Huch, welcher ständig mit dem Schiri diskutiert, aber nicht wegen des Regelwerks, sondern weil er ihm klar machen möchte, was für ein krasser Typ er ist. Ist jetzt nicht eigenlos. Zusammengefasst sieht die Situation für Shoyokas Woke-Bubble derzeit nicht sehr rosig aus und vor allem ihre Performance trägt auf dem Platz dazu bei. Kapitel 1. Shoyoka verliert an allen Fronten. Das ist absolut Rotze. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass Shoyoka Monat für Monat immer unberechenbarer wird. Sie hat jeglichen Bezug zur Realität verloren, was sich unter anderem darin äußert, dass sich selbst Influencer wie Freiraumreh, welche immer probiert haben, hinter ihr zu stehen, sich nicht nur von ihr distanzieren, sondern jetzt auch, so deute ich das, unter anderem wegen Shoyoka in Therapie sind. Redet mit Betroffenen, bevor ihr über Betroffenen redet. Redet mit Betroffenen. Sollte sich die ein oder andere vielleicht auch mal zu Herzen nehmen. Ne? Vor allem die am lautesten schreien, dass man das tun soll. Kannte ich noch gar nicht den Clip. Eieiei. Ist da ein bisschen Stress in der Bude? Habe ich schon gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Also. Die sollten das vielleicht mal tun. Oh Junge, ey, ich könnte Bücher schreiben, das glaubt ihr gar nicht wirklich. Irgendwann, Leute. Wenn meine Therapie abgeschlossen ist. Shoyoka hinterlässt, wo auch immer sie... Sind die eigentlich alle in Therapie? Also,
Irgendwann muss man mal durchgehen. Also man darf das doch, glaube ich, äußern, wenn sie es selber sagen, oder? Also das ist ja keine, also nicht, dass man hier irgendwelche Geheimnisse rausplaudert, aber kein Therapie-Shaming, ja? Also wenn man der Meinung ist, man hat Probleme, ey, mach Therapie auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob die Quote von bei selbstdarstellerischen Twitch- und YouTube-Clowns eigentlich höher ist als in der normalen Restbevölkerung. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ob da die Therapiequote höher ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Psychisch auffällig finde ich sehr viele. aber ich bin ja auch kein Therapeut. Vielleicht sind die alle normal und ich bin nur verrückt. Das kann natürlich sein. Wobei mir sagt man gerne, ich bin eigentlich nicht, also verrückt nicht. Was war das? Soziopath, danach kommt Psychopath, oder? Ist Soziopath das, was weniger schlimm ist? Aber auch schlimm? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall solche Begriffe habe ich schon mal gehört. Hingeht verbrannte Erde, Kopfschütteln und leere Cola-Fässer und shootet selbstverständlich auch wieder gegen mich, als wäre sie ein amerikanischer Cop, wenn er bemerkt, dass der Nachthimmel schwarz ist. Alter Schwede. Cops when they realize the night skies. Oh, scheiße. So probiert sie mich mal wieder meisterhaft als üblen Frauenhasser zu framen. Der Jay Riddle, der so feige ist, dass er sein Gesicht nicht zeigen möchte, während er seine gesamte Karriere darauf aufgebaut hat, Leute fertig zu machen mit Frauenhass. Wir erinnern uns. Mit Frauenhass. Also ich bin in der komfortablen und edlen Situation gelandet, den ehrenwerten Jay Riddle privat, ganz persönlich, in echt zu treffen, ohne Maske. Und zwar sogar in Anwesenheit mit anderen Frauen. Und ich kann euch Schockierendes berichten. Ja, der Boys Club muss jetzt sehr, sehr stark sein. Er hat sich total respektvoll verhalten und irgendwie gar nicht, also ich habe gedacht, geil, da kommt jetzt eine Frau, der macht die voll fertig, weil sie eine Frau ist. Hat er gar nicht gemacht. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht, bin dann auch wieder nach Hause gefahren, habe gesagt, mit dem mache ich nie wieder was. So geht's auch nicht, Leute. Vor kurzem hieß es noch, ich kann nur Videos über Shoyoka machen. Mittlerweile spricht sie meinen Kanälen immerhin etwas mehr Bandbreite zu. Leider muss ich aber auch hier sagen, dass ich noch nicht lange am Start bin und immer noch dabei bin, meinen Channel aufzubauen. Und wisst ihr, womit ich meinen Channel aufbaue? Mit Frauenhass? Mit Frauenhass? Mit Frauenhass? Mit Frauenhass? Mit Frauenhass? Ups. Witzigerweise sind meine erfolgreichsten Videos nicht mal über Frauen. Und selbst bei den Videos, die sonst tatsächlich über Frauen sind, das wäre ein Video über die militante Veganerin und ein Video über Annie the Duck. Und da finde ich es auch sehr fragwürdig, Kritik am Verhalten der beiden Influencer mit Frauenhass abzustempeln. Leute fertig zu machen mit Frauenhass? Wenn man an der Logik... Ich habe da ja im Urlaubsstream schon mal drüber gequatscht, dieses Ding Frauenhass und auch dann noch weiter, also gehen wir mal noch einen Schritt weiter, dieses Ding Femizid, also Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Mir geht das alles ein bisschen, mir ist das alles ein bisschen zu krass. Das mag es vielleicht im Einzelfall irgendwie geben, aber das ist irgendwie jeder zweite irgendwie von Frauenhass befallen ist, ja, das glaube ich einfach nicht. Also das ist mir too much. So geht's nicht, Leute. Vor allem, es ist halt ganz häufig, ich kann es nur wiederholen, es ist diese Kritikimmunisierung. Du kritisierst, dann guckst du, wer wird kritisiert? Okay, ist die Person POC, dann ist es Rassismus. Ist die Frau ein Mensch? Nein. Ist der Mensch eine Frau? Dann ist es, keine Ahnung, dann ist es Frauenhass. Und das ist mir zu billig. Kritisierst du eine Transperson, dann bist du transfeindlich. Ganz ehrlich, dieser Impuls, das zu sagen, der kommt einfach zu schnell. Das ist Schwachsinn. Also wir kommen da ja auch nicht weiter, weil dann kommt so ein Vorwurf, ja, und jetzt macht ihn, keine Ahnung, das Zeitmagazin macht den jetzt auch noch publik, diesen Vorwurf, und alle holen sich gefühlt einen darauf runter, dass das jetzt so, wie gesagt, so ein krasses strukturelles Problem entdeckt haben. Und die Beispiele, die genannt werden, die ziehen einfach nicht. Sorry.
Logik festhält, müsste man ja konsequent bleiben und sagen, Cat's Play war in den letzten 4 Monaten eine 6-fach so krasse Frauenhasserin und Veganer hasst sie übrigens 3-mal heftiger als ich. Ich meine, selbst der LGBTQ-Beauftragte himself hasst Frauen mehr als ich und nebenbei... Krass. Alle voller Hass auch. Ich finde auch, das Wort Hass ist komplett entwertet. Ich weiß überhaupt schon gar nicht mehr, was das heißt. Also ich hatte immer... Ich wirklich... kann sagen, von meiner Seite aus, ich hasse, niemanden. Ich weiß, also Hass ist doch eine starke Emotion, oder nicht? So habe ich das gelernt. Hass ist doch so richtig so, du bist hasserfüllt, kannst irgendwie nur an Rache denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe solche Gefühle gar nicht. Ich habe eh nicht so starke Gefühle, Hashtag Soziopath, aber doch, ich lache viel. Aber wahrscheinlich sind das alles nur, wie heißt das, so Mechanismen, um das zu unter... Wie auch immer, scheißegal, muss ich mit meinem Therapeuten drüber reden. Nein, dieses Wort immer Hass, ich weiß gar nicht, also ich schreibe dann irgendwie, ich kommentiere einen Instagram-Artikel und schreibe nur, ah, das klingt ja interessant, bin nicht überzeugt. Drunter, dein Frauenhass. Was ist denn los bei euch? Bei bemerkt, baue ich in meinen Videos öfters Real Talks ein, wie zum Beispiel, als ich in diesem Video über häusliche Gewalt aufgeklärt habe und da im letzten Video über die Machtlosigkeit der Justiz gegenüber Vergewaltigung. Die Tatsache also, dass es an Annie the Duck und der militanten Veganerin nicht gelegen haben kann, bringt uns wieder zu der wilden These, dass es heutzutage ausreicht, Videos über Shoyoga zu machen, um ein vollentwickelter Frauenfeind zu sein. Wobei man... Ja, das ist ja das, was ich sage. Also wir können eigentlich schon gar nicht mehr, das alles ist immer direkt die Perversion und die absolute Übertreibung des Ursprungs. Und ja, so kommst du halt nicht weiter, ne? Manchmal reicht es selbstverständlich auch schon mal erwähnt zu haben, eine andere Meinung als Shoyoka zu haben, um misogyn zu sein. So das Kommentar, in dem Gronkh suggeriert hat, dass in der Skull of Shoyoka-Thematik sicher Shoyoka die ist gelügt, das ist halt Peak-Misogynie. Ich habe ja jetzt auch das Böhmermann-Video gesehen und ich würde so gerne, wirklich, ich würde so gerne, die schreiben mir nie, ich glaube, die haben Angst vor mir, aber die sitzen doch in Köln, das ist doch nicht weit weg. Liebe Redaktion vom Magazin Royal, ich würde gerne mal einfach euch so einen Clip zeigen, genau den hier, und dann frage ich euch, haltet ihr das irgendwie für sinnvoll oder ist das irgendwie, kommen wir damit weiter, wenn man einfach sagt, Gronkh wäre so Peak Misogynie, wie auch immer, das führt doch zu nichts. Das ist doch wirklich Schwachsinn. Also manchmal muss man Sachen auch beim Namen nennen. Zweifelsfall die Glaubwürdigkeit der Frau angreifen. Aber selbst hier hat Shoyoka keinerlei Einsicht und dementsprechend fällt es ihr schwer, sich für ihre harschen Worte zu entschuldigen, wenn sie offensichtlich im Unrecht ist. Also im Prinzip alles wie immer. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir eigentlich... Was? Ich wollte dir sagen, es tut mir... Was denn? Ich will dir nur sagen, es tut... Der fühlt sich bedroht, weil ich gesagt habe, dass ich weiß, wie er heißt. Komisch. Wenn nichts an dem Inhalt, den er macht, problematisch ist, warum hat er dann Sorge davor, sein Gesicht zu zeigen? Bevor Shoyoka hier wieder Richtung Verschwörungstheorien abdriftet, kläre ich euch gerne darüber auf, warum ich mich nicht zeige. Das liegt nicht in etwa daran, dass ich meinen Content selbst für problematisch halte, sondern dass ich A, auf der Straße meine Ruhe haben möchte. Es ist kein Scherz, wenn ich sage, obwohl ich so auftrete, wie ich auftrete im Internet, dass ich bereits schon auf der Straße erkannt wurde, ja, darunter in einer Poststelle und auf einer fucking Party. Und B, natürlich die Gefahren, die es mit sich bringt, in der Öffentlichkeit zu stehlen, die dir selbst ganz gut bekannt sind, Shoyoka. Meine erste Adresse, die durch die Gerichtsverfahren bei KuchenTV und Skurros gelandet ist, erlebt immer noch, jetzt ein Jahr später, alle 2 bis 3 Wochen Swatting-Einsätze. Ich kann nicht mehr zählen, wie viele es mittlerweile waren. Und jetzt stell dir mal vor, Shoyoka, die angewokten, arbeitslosen Spinner, die dir teilweise folgen und am Arsch hängen, sind noch schlimmer und ich habe ehrlich gesagt, wie du selber auch keinen Bock, irgendwann geswattet zu werden. Nur so viel dazu. Also ich weiß nicht, warum Jay Riddle sich hier in eine Opferrolle setzen möchte, in der er nicht ist, aber soweit ich weiß, ist meine alte Adresse von Swatting betroffen und nicht seine. Soweit ich weiß, wurde ich gedoxt und nicht er. Also soll er sich bitte eine eigene Opferrolle suchen und mir nicht meine klauen, weil es ein bisschen peinlich, wenn er versucht, mir meine Opferrolle abzunehmen, während er selber Opferrolle schreit. Vielleicht sollte er mal warten, bis was passiert, bevor er Opfer. Perfekt. Beim nächsten Mal warte ich einfach, bis ich in den Lauf eines Sturmgewehres schaue, bis ich kritisiere, dass du mir gedroht hast, dass du meine Daten herausgefunden hast. Und sorry, viele Leute da draußen haben deinen Arroganzanfall nur mal als Drohung wahrgenommen, inklusive mir. Der Riddle ist der mutigste von allen. Habt ihr mitbekommen, wie er sich angeschissen hat, dass ich gesagt habe, dass er nicht so anonym ist, wie er glaubt? Ah, dieses ganze, also...
dieses ganze Thema mit Doxing und so weiter. Also ich kann Jay Riddles Weg da verstehen. Bei mir ist ja fast schon umgekehrt. Bei mir ist alles bekannt. Ich mache es ja sogar noch schlimmer. Ich bin nicht mal anonym draußen unterwegs, sondern ich habe meistens sogar draußen die rote Käppi an. Also wenn du richtig Bock hast, mir eine reinzuhauen, dann kannst du schon aus 100 Meter Entfernung mich erkennen und Anlauf nehmen. Ist keine Einladung, bitte nicht machen. Ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen naiv und denke mir dann immer, ey, ich mache doch eigentlich, also ja, ich mache mal ab und zu einen Joke und ich lache über die falschen, bösen Sachen, aber im Kern habe ich dann doch immer noch die Hoffnung, dass jemand so denkt, also zumindest zu der Erkenntnis kommt, ja, ich mag den Cena nicht, der ist auch echt nervig und edgy und so, aber im Kern ist der halt nichts, was man irgendwie, weiß ich nicht, umboxen muss oder drohen muss oder so. Von mir aus geht ja keine Gefahr aus. So. Ich bin ein harmloser Typ, der, wie gesagt, vielleicht humoristisch falsch sozialisiert wurde. So, aber naja, aber vielleicht erzähle ich euch bald irgendwas, was anderes. Das fand ich extrem lustig. Hoffen wir drauf, oder? Hoffen wir für Jay Riddle drauf, dass ich mir Rücksicht auf seine Bedürfnisse nehme. Ist sie besoffen? Als er auf meine. Erpressung? Nö. Was ist denn daran erpresst? Es war nur eine Frage, ne? Es war keine. Ich wollte ihr das nicht unterstellen oder so. Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Ich habe doch nur gesagt, dass ich drauf hoffe, dass ich rücksichtsvoller bin als er. Müsste er sich doch wohlfühlen damit. Und ein bisschen angesäuselt, oder? Nee, nichts gegen angetrunkene Streams. Ich hatte auch die Erfahrung jetzt im... Ich sag mal, es ist vielleicht auch mal vorgekommen. Don't judge me! Deswegen alles cool, aber ja, ich weiß nicht, also das ist jetzt hier auch wieder so ein bisschen so subtil einen reindrohen irgendwie. Ach, Freunde, manchmal denke ich mir, ey, lass das, mach das nicht. Gerade wenn man wie du übersensibilisiert ist für das Thema, wenn man selbst betroffen ist, dann wird man doch erst recht verstehen, warum ich dein Verhalten verurteile und warum ich mich im Internet probiere zu schützen. Ihre Argumentation ist einfach mehr random als deutsche Werbespots. Es war so nervig. Ständig diese Bauchschmerzen und Durchfall und Blähungen. Papa hat ständig gepupft. Mhm. Ja, aber dann wurde mir in der Apotheke das neue Kitchimea empfohlen. Meine Darmbeschwerden sind wie weg. Super Sache. Ich kann übrigens jeden raten, seine persönlichen Daten im Internet zu schützen, damit ihr kein Opfer von Betrug werdet. Ich zum Beispiel bewahre meine Daten. Kommt jetzt Werbung? Mit Incogni, denn die du... Yeah, Incogni, da gehen wir mal ein bisschen weiter. Ist eine super Sache. Okay, und weiter geht's. Weiter zum Thema, denn Shoyoka stellt sich wieder die wichtigen Fragen des Lebens. Und ich frage mich, was Jay Riddle so abseits von seinen YouTube-Videos macht, wenn er von antifaschistischen Gruppen Angst zu haben scheint. Wissen wir natürlich nicht. Was er sonst so macht hinter seiner Satiremaske. Herzlich willkommen. Wie sie immer so, also wie sie so schäbig lächelt, so, wir wissen alles. Jay Riddle, wir haben deine Adresse, wir wissen genau, was du da machst. Ja, also so ein bisschen, also es gibt einen kleinen Teil in mir, denn ich kann das verstehen, gerade wenn Leute dich immer weiter abfacken, dann... ne, ich hatte ja auch schon den Spaß mit manchen Menschen da draußen im Internet, vor allem auf X, ehemals Twitter, wo ich nicht mehr bin. Und da waren auch Leute, die sich so voll auf mich eingeschossen haben und die auch dachten, sie sind komplett anonym. Sind die alle nicht? Ja, also am Ende ist wahrscheinlich keiner von uns wirklich, wirklich anonym im Internet unterwegs. Also du findest das raus. So, das. Und man fragt sich dann schon ein bisschen, wieso lehnen sich manche Menschen so krass aus dem Fenster? Jetzt wäre halt die Frage, übertreibt es Jay Riddle? Und ich finde nicht. Aber das ist wahrscheinlich dann am Ende auch subjektiv. Also ich finde, das ist, wenn ich mir so ein Video von ihm angucke, dann ist für mich klar erkennbar, was Joke ist, was ein lustiger Einspieler ist, was eine Kritik ist. Das geht, ja, aber keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht kann man das auch anders sehen. Ich weiß nicht, wie sich das für Shoyoka anfühlt. Also sie wird ja definitiv wahrscheinlich auch wirklich böse und schlimme Nachrichten bekommen, aber die kommen doch nicht von einem Jay Riddle.
Also, die kommen auch nicht von Kuchen. Also, das ist der Beef, den die haben. So, aber die eigentlichen, also das kann doch nicht das sein, was das Schlimme ist. Also, das sehe ich zumindest nicht. Willkommen zu Jay Riddles Morning Routine, damit Shoyoka in Zukunft weiß, wie mein Alltag in der Selbstständigkeit so ausschaut. Für gewöhnlich wache ich um 7.30 Uhr auf und beginne meinen Tag im Patriarchat mit einem Cappuccino, weil mir kulturelle Aneignung sehr am Herzen liegt. Danach folgt ein dichtes und effektives Arbeitsprogramm von 9 bis 11 Uhr, um meinen Zielen näher zu kommen, bestehend aus Ableismus, Bodyshaming, Homofeindlichkeit, Misogynie, Sexismus und Antifeminismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus. Im Anschluss gegen 11.30 Uhr folgt meine Sportroutine, meistens laufe ich Frauen im Park hinterher, bis sie die Polizei ruft. Mein Rekord liegt bei 7.23 und zu Hause angekommen, sicher von den Cops abgesetzt, um Taxigeld zu sparen, wärme ich mich ab mit 2 Sets mit jeweils 10 Abtreibungskicks, um mich in Form zu halten für das Thema. Oh Gott. Abtreibungskicks. Das Szenario, wenn sich im Supermarkt an der Schlange mal wieder eine hochschwangere Frau vorbeidringen möchte, weil ich zitiere, meine Fruchtblase ist geplatzt, dann will ich vorbereitet sein. Halt doch dein dummes Drecksmaul, du ekelhafte Drecks... Für einen erholsamen Schlaf am... Das war dekadent, oder? Ist das herrlich. Abend, nachdem man den ganzen Tag wie ich wieder ein High-Performer war, empfehle ich zum entspannten Einschlafen eine von mir angefertigte MP3-Audio, welche ich euch zuschicken kann, wenn ihr mir auf Insta jriddle77 schreibt. Schlafe wie Jay Riddle zu den relaxenden Stimmen von weinenden Frauen. More than... Oh Gott. Warum es so witzig ist? Und jetzt, ich erwähne es zum 1000. Mal, weil ich Jay Riddle kennengelernt habe. Und das ist so ein, ich, ey, es tut mir leid, dass ich dein Image gerade ein bisschen kaputt mache, Jay, aber das ist so ein lieber Kerl. Das ist so ein richtig lieber Kerl. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir leben in einer verfickten Simulation, habe ich manchmal das Gefühl. Also, dass ein Typ sowas an den Kopf geworfen bekommt, das ist einfach so ein Quatsch. Das ist das Internet. Das macht Menschen so Error 404 und dann kommt nur noch Schwachsinn bei raus. In 1 hour of woman crying and sobbing. Soll noch mal jemand behaupten, ich gebe Frauen keine Plattform. Hier ist sie. More than 1 hour of woman crying. Oh Gott. Du bist so daneben, Bruder. Das ist nicht okay. Ich verurteile das. Weil einfach eine ganze Packung Taschentücher nicht reicht. Die Erfahrungsberichte zu meinem Jay Riddle Einschlafprogramm sind herausragend. Relaxe deine Seele nach einem langen, langen Tag. Ich hatte gerade das beste Box-Workout meines Lebens. Vielen, vielen lieben Dank an diese Playlist. Wenn sie sich nicht so anhört, dann machst du irgendwas falsch in der Beziehung. Das ist schon in Ordnung, aber ich persönlich präferiere die Live-Version. Naja, weiter geht's mit deiner Ich kann nicht mehr klar. Das ist so gut. Sage Shoyokas, die echt schlecht gealtert ist. Frag mich da manchmal wirklich, woher diese tief sitzende Angst kommt. Ich bin ja tatsächlich in einem Umfeld und in der Welt aufgewachsen, in der antifaschistische Gruppen für mich Geborgenheit und Sicherheit bedeutet haben. Ich finde es lustig, dass Shoyoka viel von der Antifa zu halten scheint, aber die Antifa hält wirklich nichts von dir. Diese hat sich jetzt sogar in Form einer Frau zu Wort gemeldet, welche nachweislich Mitglied einer Antifa-Bewegung in Berlin ist. Dieses Video geht an Shoyoka. Ich bin Teil einer Antifa in Berlin und ich glaube, kann sagen, im Namen von allen Antifas in Deutschland, wir supporten dich nicht, wirklich absolut nicht. Und bitte hör auf, uns in deine Kindergartenscheiße reinzuziehen. Du bist auch keine Feministin. Alles, was dich interessiert, bist du selbst. Und wir sind es leid, dass du uns immer wieder benutzt. Das ist eine ganz klare Ansage. Ups. Tja, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch bald gegen die Antifa geht, weil sie ja sonst auch konsequent gegen alles schießt, was nicht so 100% auf ihrer Linie ist. Antifa gleich Woman for Trump. Ja, es ist faszinierend, das Shoyoka-Thema. Also
Und jetzt, wo sie noch prominente Unterstützung bekommen hat von Jan Böhmermann und dem Zeit Online Magazin, da fragst du dich echt, also was haben die eigentlich geraucht, dass sie dachten, das ist eine geile Idee. Wir geben fetten Shoutout an Shoyoka. Ich verstehe es auch überhaupt nicht, dass, also das war doch jetzt völlig auch klar, dass wenn das ZDF Magazin Royal sich darauf stürzt, es wird ja niemand sagen, ach so, okay, ja, dann ändern wir mal unser Vorgehen oder wir lassen sie in Ruhe oder wir kritisieren sie. Nein, du kippst einfach auf dieses ganze Theater nochmal Napalm getränktes Öl. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber was war nochmal Napalm? Napalm war irgendwie Seife mit irgendwas oder so, keine Ahnung. Da muss Shoyoka von ihrer Aussage wohl mal wieder einen Rückzieher machen, welcher wohl mal wieder so enden wird, als wäre sie Michael. Oder aber sie macht denselben Rückzieher, welchen sie vor kurzem von ihrer eigenen Abmahnung gemacht hat. Das würde dann so aussehen. Fand deine Aussagen wie zum Beispiel sinngemäß zitiert, hoff mal, dass ich auf dich Rücksicht nehme, weil ich das alles über dich weiß, trotzdem eher unklug, an Betracht dessen, dass du ja, denke ich mal, nicht willst, dass das benutzt wird. Daraus wird nur wieder Content gezogen. Ja, ist total unklug. Ist total unklug, wenn eine Frau, die umziehen musste, weil 4 Adressen von ihr gedoxt wurden, der aufgelauert wurde, die Bombendrohungen bekommen hat, Vergewaltigungsdrohungen bekommen hat, Mordandrohungen bekommen hat, der man nachstellen wollte, die extra Security bei Events gebraucht hat. Das ist auch so ein Phänomen bei ihr. Sie kriegt irgendwie Kritik und, oder keine Ahnung, sie kommt so in die Lage, dass sie vielleicht mal irgendwas reflektieren muss, ob das, was sie macht, irgendwie gut ist oder nicht so gut. Einfach, ob es eine clevere Entscheidung ist. Und dann prasselt da so ein Wasserfall runter von, das ist mir alles passiert, das ist krass, das ist heftig und so weiter und so fort. Und ich frage mich, also sie emotionalisiert sich ja in diesem Moment sogar selbst. Also sie redet sich sozusagen in diese Opferrolle rein, sie redet sich in Rage, sie wird ja dabei, also stell dir vor, ich würde jetzt nochmal erwähnen, ja Leute, wisst ihr eigentlich, wie das ist? Und dann rekapituliere ich alles, was mir Schlimmes passiert ist. Was passiert dann mit mir, mit meinem Gefühl? Ich werde immer emotionaler und das heißt, meine Entscheidungsfähigkeit wird immer, also meine Entscheidungen werden schlechter. Und eigentlich müsste sie das Gegenteil machen. Sie müsste jetzt eigentlich sagen so, ich mache mal gerade alles offline, ich fahre mal komplett runter und versuche mal jetzt nochmal so aus einer gewissen Distanz und spreche vielleicht mal mit Leuten, die nicht einfach nur Ja und Amen sagen, sondern ich spreche mal mit jemandem, der vielleicht ja auch eine kritische Meinung mir gegenüber hat oder so. Also muss ja nicht gleich mit Kuchen ins Gespräch gehen, aber da wird es ja wohl sicherlich irgendjemandem geben, wo man mal sagen kann, okay, kannst du mir mal helfen? Also, aber es ist so, nein, selber in Rage reden, selber weit, das ist echt ein Unfall. Ich will eigentlich nicht hingucken, aber ein bisschen muss ich halt ja hingucken. Wo der Staatsschutz jetzt ermittelt, wo diverse Strafanzeigen und Strafverfahren laufen, um sie irgendwie vor dem Hass und der Hetze zu schützen. Ihr glaubt, ihr habt Scheiße erlebt? Ich hab von Aqua bestellt und Adello kommt an. Kurzer Real Talk an der Stelle. Ich finde es echt schlimm, dass Shoyoka solche Sachen passieren. Aber merkt ihr, was sie hier tut? Sie emotionalisiert das Ganze wieder mit Mord und sonstigen Drohungen. Ja, sag ich ja. Also sie emotionalisiert es, aber sie emotionalisiert das auch für sich selbst. Das ist eigentlich, finde ich, noch fast gefährlicher oder schlimmer, keine Ahnung. Mit denen ich ja nichts am Hut habe. Im Gegenteil, der Boys Club distanziert sich immer wieder von Haarsöhnen, die sowas machen. Warum nutzt du das also als Rechtfertigung, um bei mir ins Private zu gehen? Warum? 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 Solche Art von Kollektivschuld hat Shoyoka aber generell durchgespielt. Vor 2 Monaten hatte sie private Nachrichten gedoxt und wurde laut ihrer Aussage deshalb DMCA gestrikt von Tobias Huch. Ich war ein böser Junge. Das erklärt sie dann auch, als sie auf ein Video von mir reagiert. Für alle, die sich über die DMCA-Sperrungen lustig machen, übrigens nicht ich angefangen, sondern Tobias Huch. Der hat mir nämlich am 8. August einen DMCA... Er hat angefangen. ...A-Strike dafür reingehauen, dass ich eine Beleidigung, die er mir gegenüber geäußert hat, abgespielt habe. Also so viel dazu. Auch da wird überall jetzt auf Twitter behauptet, Shoyoka hätte den DMCA-Krieg gestartet. Das war Tobias Huch, nicht Shoyoka. Okay, auch hier kickt die Kollektivschuld. Also weil Tobias Huch gegen sie einen DMCA-Strike gemacht hat, und das klingt jetzt so dämlich, wie es ist, hat sie jetzt alle anderen auf dem Kieker. Und DMCA strikt Alpha Kevin darauf hin, weil er auf ein Video wiederum von KuchenTV reagiert. Hä? Schon hier einmal nur die andere Quelle, weil sonst kriege ich hier gleich auch einen Bann, weil ich es gewagt habe, jetzt zu zeigen, wie Jay Riddle über mich redet. Dass wir das hier einmal reinsetzen, ne? Es sind ja beide Sachen drinnen. Das ist Jay Riddle.
an dieser Stelle einmal. Der Witz an diesem Schauspiel ist, dass die Shoyoka-Bubble einfach die einzigen sind, welche dieses DMCA-System ausnutzen. Ich weiß nicht, warum sie hier so tut, als würde ich sie striken, wenn sie die Quelle nicht einfügt. Als hätte ich sowas jemals gemacht. Im Gegenteil, ihre Bubble probiert seit Monaten, meine Videos runternehmen zu lassen und normalerweise würde sie sowas auch als Täter-Opfer-Umkehr beschreiben. Shoyoka probiert hier einfach, ihre niederträchtigen Mittel der Zensur zu rechtfertigen und mal am Rande erwähnt, die Quelle war nicht mal richtig. Ich heiße nämlich auf Twitch jriddle77. Lol, das wusste ich gar nicht. Und ihre Zensur trägt auch noch Früchte. Seit dem Twitch-Bann von Alpha Kevin erkenne ich meinen Jungen gar nicht wieder. Da ist einmal die Quelle von Shoyoka. Ich persönlich bin ein großer Freund von Quellen und Quellenarbeit ist mir persönlich somit das Wichtigste. Der gute Kevin gibt mittlerweile sogar Quellen an, wenn er ein Selfie von sich macht. So hast du ihn gebrochen. Dann in Schlaf. So hast du ihn gebrochen. Geil. Ich mir so vor. Die Quellenangabe. Nein, bitte kein Strike. Denk an die Quellenangabe. Komm, ist eine Gefahr für die Demokratie. Danke, Astra. Naja, mal. Sehr geil. Mal gucken, wie mich Shoyoka als nächstes framed. Wenn diese Frau dann im Internet es wagt, zu sagen, hey, pass mal lieber auf, ich weiß, wer du bist, während diese Person Straftaten tut. Okay, das müssen wir unterteilen. Zuerst mal den Elefanten im Raum. Sie wirft mir vor, Straftaten zu begehen. Leider sind Straftaten aber klar definiert in Deutschland, liebe Shoyoka. Zum Beispiel Verbrechen, Straftaten, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder höher bedroht sind. Oder Vergehen, alle anderen Straftaten, das heißt Straftaten, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe unter einem Jahr oder mit Geldstrafe bedroht sind. Und jetzt kommt der Witz, denn ich habe nichts dergleichen getan. Weil ich mich kontrolliere. Ich war noch nie in meinem Leben. Das ist halt auch wieder so ein spannender Punkt irgendwie. Das wird ganz häufig vermischt. Also das, man hört ja dann immer, man spricht dann von Hassverbrechen. Also ich habe teilweise schon von, ich weiß nicht, sogar irgendwie ein Polizeitweet oder so, das von Hassverbrechen gesprochen hat und man denkt sich immer, hä, habe ich irgendwas verpasst? Das gibt's doch irgendwie noch gar nicht. Also es gibt Beleidigungen, es gibt Volksverhetzung, es gibt aber Hass, also Hass, erstmal kannst du hassen. Wobei wir auch eben schon geklärt haben, beziehungsweise uns die Frage gestellt haben, ab wann beginnt eigentlich Hass? Also Hass ist erstmal nur so, weiß ich nicht, eine starke Emotion der Abneigung. Das ist ja kein Verbrechen. Leben wegen irgendwas vor Gericht und sie probiert mich hier random in einem Nebensatz als Straftäter zu framen. Shoyoka ist wieder in absoluter Topform, große Klappe, nichts dahinter. Der zweite Punkt, der mich stört, ist dieser hier. Zu sagen, hey, pass mal lieber auf, ich weiß, wer du bist. Nein, Shoyoka, es ging nicht darum, dass du erwähnt hast, dass du weißt, wer ich bin. Es ging um die Show, die du drumherum gemacht hast, mehrmals, welche für viele den Anschein erweckt haben, als wolltest du mich doxen. Und das ist nicht mal weit hergeholt, denn hinter den Kulissen, was ihr Zuschauer nicht mitbekommt, wird mir mittlerweile auch schon aus dem engen Umkreis von Shoyoka gedroht, dass sie meine Daten hätten in Form von Klarnamen und Bildern und ob ich ein Problem hätte, wenn man diese veröffentlichen würde. Ja, dass ich das noch erleben darf, dass sogar die ehemals beste Freundin von Shoyoka für mich Partei ergreift. Es ist doch alles nur noch ein gottverdammter Fiebertraum. Doxing ist scheiße. Doxing ist wirklich scheiße. Vor allem, wenn du mehr über die Person weißt. Oder bösartigste Unterstellung, wenn es die Richtigen trifft. Ja, exakt. Bis hierher und nicht weiter. Gut, Doxing ist niemals okay. Never ever. Lasst euch niemals dazu verleiten. Es ist niemals gut. Und es ist auch niemals gut, zweit, dritt oder viert Accounts zum Doxen zu schicken und zu sagen, damit habe ich nichts zu tun. Weil Leute im Internet sind nicht dumm. Oder indirekte Drohungen im Internet auszusprechen. Auch nicht in einer solchen Position, wo du dich als Opfer fühlst oder für irgendwas kämpfst. Also Freiraumreh ist dann jetzt doch cool, oder was? Also ich bin ja immer offen für, ich hatte sie damals nur, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, da waren ein paar weirde Sachen, die ich gesehen hatte, aber was sie hier sagt, würde ich absolut unterschreiben und auch bei diesem ganzen Spektakel, also ich habe es ja eben gesagt, ich hatte ja auch schon meine lieben Freunde im Internet und man hat mir daraufhin auch die ganzen privaten Daten von diesen Leuten geschickt, weil man kriegt das alles raus, ja, also von Leuten, also meine Hater sozusagen und dann gibt es andere, die wollen dann Support, ist auch alles nett gemeint und dann schickt mal hier, falls du das mal brauchst, falls du mal Bock hast, da irgendwas zu unternehmen und ich sage dann jedes Mal, ey, danke, aber nein, ich will das gar nicht. Das ist ein Weg, den sollten wir nie einschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das führt doch zu nichts. Also am Ende, wie gesagt, wir lassen uns gerne ein Beef haben, lassen uns irgendwie streiten, lassen uns auch mal gegenseitig übereinander lustig machen, wenn man ein bisschen
keine Ahnung, auf Abwege geraten ist. Ich bin der Letzte, der damit ein Problem hat, aber dieses dann, das ins reale Leben zu verfrachten oder dann echte Drohungen auszusprechen, das ist einfach pfui, machen wir nicht. I don't know. Ist immer eine Scheißaktion. Und die Dynamiken haben wir irgendwie immer mal wieder. Und ich finde die hässlich. Ich finde die wirklich hässlich. Gut, und jetzt lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Die Shoyoka-Bubble probiert mich mit den niederträchtigsten Tricks unter Druck zu setzen, aber ich sage nein. Wenn ihr wollt, dass ich zu der Hintergrundthematik ein Video mache, ich hadere da gerade noch etwas, dann haut mir gerne ein Hashtag FreeJ in die Kommentare. Über eine Bewertung des Videos würde ich mich so oder so freuen. Die letzten Male habt ihr mit den Daumen ja auch wieder alles abgerissen. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Auf jeden Fall werfen die Aktionen aus ihrer Bubble ein fragwürdiges Licht auf ihr sinngemäßes Statement, ich wollte dir nur mal gesagt haben. Außerdem müssen wir im Hinterkopf behalten, dass Shoyoka selbst nicht viel von Datenschutz und Privatsphäre zu halten scheint. So hatte sie private Sprachnotizen Dritter veröffentlicht, obwohl ausdrücklich gebeten wurde, dies nicht zu tun. Aber ey, Shoyoka, um Tobias zu schaden, kann man ja mal Ausnahmen machen bei moralischen Werten, oder? Ja! Und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil schon... Ja, und ich glaube, hier ist das Kern des Problems ist hier ganz klar eben diese starke Emotionalisierung und dann irgendwann machst du Fehler. Also du machst genau das, was du bei anderen verurteilst. Das ist ja auch das, was man dann häufig Leuten vorwirft. Eine Doppelmoral, Heuchlerei oder einfach Dinge unterschiedlich zu bewerten. Und das passiert dann genau dann, wenn man eben emotional stark involviert ist, dann lässt man, und das ist ein Stück weit, das ist normal, aber man muss aufpassen, dass das halt nicht überhand nimmt. Shoyoka zeigt ja im selben Atemzug mit ihrer Aufzählung, wie viele schlechte Erfahrungen sie selbst mit dem Thema Datenleaks gemacht hat und dass gerade ihre Bubble mich da so unter Druck setzt, ist mal wieder Doppelmoral vom Feinsten. Generell es ist lustig, wie ich da was sage. Sorry Jay, dass ich dein Video so kaputt mache, aber ich habe den Leuten gesagt, sie sollen sich das Original erstmal angucken, damit sie dann die unnötigen, redundanten Kommentare von mir noch bekommen. Enthält ihr Statement zu mir mehrere logische Fehlschlüsse, was mittlerweile eine Art Markenzeichen von ihr ist. Wenn man einen Stream von ihr mal inhaltlich runterbringt, gibt es kaum Stellen, mit denen sie sich eingefallen tut. Inhaltlich könnte man ihren Stream so zusammenfassen. Hallo, hier spricht Shoyoka. Ich habe meinen Stream gestartet. Heute habe ich ein wichtiges Thema anzusprechen. Ableismus. Homofeindlichkeit. Bla 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 bla. Outfit war hübsch. Queerfeindlichkeit. Oh, das durfte ich nicht sagen, ne? Das schneiden wir raus. Rassismus. Bodyshaming. Das ist ein bisschen mies, das so zusammenzuschneiden. Ach, guck mal, habe ich zufällig bei dem Outfit gestoppt. Hä? Was ist das denn für ein Zufall? Hier, du Schwein. Bla 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 bla. Macho-Schwein. Ah. Vielen lieben Dank, dass ihr mit am Start wart. Kapitel 2. Ist eigentlich die Augenbraue, ist das rasiert oder hat sie da eine Narbe? Also ist das weg? Ist ja so ein Ding, also ich muss da einmal hingucken. Willkommen in Transsilvanien, wo Grafin Nessola ihr Unwesen treibt. Diese Frau ist zum ersten Mal vor ein paar Monaten sehr negativ aufgefallen, als sie uns erklären wollte, wie transfeindlich wir doch alle sind und wie wir... Chat, klärt mich auf. Ist rasiert. Okay, also ich finde es nicht schlecht. Also es ist so, meine Aufmerksamkeit hat es dorthin gezogen. Ich denke mal, das ist der Sinn der Sache. Obwohl manchmal weiß man ja nicht genau, also manchmal werden ja... Wird ja von Frauen die Aufmerksamkeit auf was Bestimmtes hingezogen. Aber wenn du hinguckst, dann bist du ein perverses Schwein. Das war doch so, ne? Also wenn du mal im Fitnessstudio bist, also die Leggings, ich glaube, die sind mittlerweile, die sind so geschnitten, dass die bestimmte Bereiche etwas, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und ich frage mich dann immer so, ja, das sind ja schon so, das ist ja gemein, eigentlich. Naja. In Zukunft bitte zu daten haben, damit wir nicht mehr transfeindlich sind. All das gucken wir uns jetzt an und als Kirsche auf der Torte machen wir heute den Alicia Joe Classic und werfen Transpersonen vor den Bus. Aua, 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 aua. Oh mein Gott, das regnet!
Alter, was für ein Film war das denn? Aua. Damit ihr Finessi besser einschätzen könnt, sie gehört so zur Kategorie Mensch, von denen du dich in Acht nehmen musst, wenn dir neben ihr ein Biologiebuch auf den Boden fällt, in dem steht, dass es zwei Geschlechter gibt. Sowie zur Kategorie Mensch, du hast als Cis-Mann dein Maul zu halten. Ich glaube nicht, dass ich sehr krass erfahren werde, wie diese Situation zu bewerten ist von einem weißen Hetero-Cis-Mann. Warum weiß ich das? Ein weißer Hetero-Cis-Mann. Dass du ein weißer Cis-Mann bist, wenn du einen Kommentar schreibst. Es wundert mich nicht, also weißt du, du hast so einen weißen Hetero-Cis-Mann, der einfach nicht versteht, wo die Sachen diskriminierend sind. Und ich denke so, ja. Boah, das ist so eine geile Religion eigentlich. Also ich glaube auch, ich habe mich mal gefragt, also warum man sich mit dem Wokies eigentlich so gerne beschäftigt, weil es schon auch ein bisschen lustig ist. Also sie sind wie so eine Religion und haben so ihre Wörter, ihre Strukturen, geschlossenes Weltbild und so weiter. Aber sie sind natürlich nicht so gefährlich wie andere Religionen. Ich nenne keine Namen. Das heißt, Dogmen, das ist das, was ich gesucht habe. Aber sie sind natürlich nicht, also das muss man auch mal fairerweise sagen, also ich halte viele von denen nicht für wirklich gefährlich bis jetzt. So, und dann macht natürlich eine Auseinandersetzung, Konfrontation auch ein bisschen Spaß, weil man sich denkt, ja, also es ist so absurd, es ist so quatschig, dann kann ich was dazu sagen. Und es ist ja auch in Deutschland zum Glück so, dass man solche Bewegungen, solche Sekten, Religionen, man darf das ja kommentieren, glücklicherweise. Ich finde sogar als liberal denkender Mensch, dass ich finde, man müsste eigentlich noch mehr dürfen. Also mir geht der Religionsparagraf da fast schon zu weit. Wie schnell das auch immer dann irgendwie, bei Religionen ist man da irgendwie empfindlich teilweise. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Also gerade wenn man völlig merkwürdige Praktiken aus religiösen Kreisen möchte ich mich ehrlich gesagt lächerlich machen dürfen. Bei bestimmten Religionen machen wir das nicht, aus Gründen, weil die meisten wahrscheinlich ihre Köpfe behalten wollen. Aber ich denke mal, dass deswegen so diese Reibereien mit der Woke-Bubble so ein bisschen auch Spaß machen, weil das klingt ja bescheuert, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Weil man so sagen kann, hey, das ist total unlogisch, da sind ganz viele logische Fehlschlüsse drin und trotzdem kann man sich damit so ein bisschen auseinander, also man kann sich fetzen. Das ist ja das Schöne eigentlich noch. Ja, dann red doch mit einer Transperson oder einer Transperson zu. Sie tut dir auch einfach so, als wären alle Transmenschen auf einer Linie und würden dir dieselbe Universalantwort geben. In der Realität kannst du 5 fragen und kriegst 6 verschiedene Meinungen. Generell hat die Woke-Bubble immer so eine richtig komische Eigenschaft, für alle sprechen zu wollen, obwohl die meisten Betroffenen bei ihren Takes wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln würden. Ich kann mir vorstellen, wie überrascht Finessi sein muss, wenn sie irgendwann zu dieser Erkenntnis kommt. Genauso überrascht wie das Flughafenpersonal vor kurzem, als sie in meinem Koffer eine AK-47 entdeckt haben und ich daraufhin probierte, sehr unschuldig auszusehen. Außerdem kann Finessi überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich jemand über die Cancel-Culture aufregen kann. Ah nee, warte mal, es gibt ja gar kein Canceln, oder Finessi? Ist trans. Und ja, mir ist bewusst, ich wage mich so dicht an die Cancel-Grenze dran, aber let's go. Oh Gott, Cancel-Grenze, wenn du schon Cancel-Grenze sagst, weißt du, woher dieser Person da kommt? Dieses Canceln ist ja auch so ein Bullshit, auch diese ganze Zeit von Erwähnen von Canceln. Gerade die Leute, die doch so eine Meinung vertreten wie der, haben doch riesige Reichweiten teilweise. Also sie scheint der Meinung zu sein, dass Cancel-Culture ein Mythos ist und hat generell sehr komische Ansichten zu dem Thema. Da irgendwie von Canceln zu reden, ist ja so ein Bullshit. Auch wenn er von YouTube wegen irgendwelchen diskriminierenden Aussagen gebannt wird, was vielleicht mal gar nicht schlecht wäre, aber selbst dann ist er nicht gecancelt oder so. Er wird halt auf dieser Plattform, weil es gewisse Community-Richtlinien gibt, eben nicht geduldet. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwo anders im Internet seine Sachen raushauen kann oder sowas. Das ist halt so ein... Also erstmal lustig, dass sie in derselben Passage, wo sie meint, dass man sich über das Canceln in Deutschland keine Sorgen machen muss, anmerkt, dass sie es gut finden würde, wenn er gedeplattformt wird. Netterweise kommt sie auch gleich mit einer fantastischen Definition des Cancels, denn du bist anscheinend erst gecancelt, wenn jeder Fußabdruck von dir im Internet ausgelöscht wurde. Das ist auch mein absolutes Lieblingsargument, wenn es dann heißt, so, ja, der wurde ja gar nicht gecancelt. Der hat doch noch Auftritte bei Luke Mockridge ja auch. Der hat ja noch das. Und dann fragst du mal nach, ja, okay, also gecancelt wäre, das muss weg, ne? Also eigentlich, wenn die Person wirklich entweder tot oder komplett mittellos und obdachlos ist, dann ist man gecancelt. Vorher ist das alles, ja, da hätte man halt mit rechnen müssen. So, und das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen komisch.
Ich weiß nicht, also ist also eine Definitionsfrage, ab wann fängt das denn an? Ich finde ja sogar allein schon der Versuch des Schadens, der Versuch einem auch so aufgrund dessen, dass man irgendwas nicht mag, also bei Luke Mockridge, man fand dann irgendwie die Witze nicht gut oder man fand das irgendwie drüber oder man fand das einfach unangebracht. Man kann es auch diskriminierend gefunden haben, alles okay, aber damit ist ja nicht genug, sondern es geht dann los. Es muss irgendwie an die Existenz der Person. Es muss ihr finanziell wehtun, so, wo der Rechtsstaat ja anscheinend nichts hat. Ja, also wir haben ja eigentlich Gesetze, wir haben einen Rechtsstaat und eigentlich könnte man ja vorgehen, aber wenn es da nichts gibt, ja, also du kannst dann sagen, ja, gut, das ist alles im Rahmen der Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit und so weiter, ist es gedeckt, ja. Gab ja auch mal von Danger Dan ein schönes Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, da war das dann irgendwie alles, ist das ja völlig in Ordnung. Und wo das eben, wo wir da keine rechtlichen Mittel haben, dann versucht man es halt so über diesen gesellschaftlichen, sozialen Druck. Und das ist nun mal nichts anderes als die Vorstufe vom wütenden Mob. So, jetzt kann man immer sagen, dass der Begriff drüber ist. Ja, der wütende Mob. Es ist wahrscheinlich mittlerweile noch nicht, also ist es jetzt nicht der Fackelmob. Wobei jetzt bei Luke Mockridge habe ich schon gehört, irgendwie, dass sich bestimmte Organisationen jetzt vernetzen und vorhaben, dann bei den nächsten Tourauftritten oder so an die Hallen zu fahren und dort zu protestieren und so. Und da frage ich mich, ja, ist aber schon kurz davor, oder? Also es geht ja schon in die Richtung. Und es ist ja auch klar, was gewollt ist. Also man will eigentlich eine Mehrheit für sich gewinnen, die alle der Meinung ist, die Person darf nicht mehr in der öffentlichen Welt vorkommen, existieren, was weiß ich. Und ja, das, also du kannst da jetzt drum rumreden, wie du willst, aber das ist der Versuch des Cancelns. Und du keine Möglichkeit hast, dich noch irgendwie zu äußern auf einer anderen Plattform, denn erst dann bist du so richtig am Ende. Hey Luke Mockridge, wollt mich mal eben bei dir melden. Du willst, geil. Wir denken gleich, Bruder. Mit guten Nachrichten. Ja, ich weiß, deine Show wurde gecancelt. Du hast einen großen Shitstorm über kleine Leute. Aber du hast ja noch ein Instagram. Das heißt, de facto bist du ja gar nicht gecancelt. Na komm, jetzt wisch dir die Depression aus dem Gesicht und lach mal wieder. Aber nicht über die Paralympics, ne? Weil die Beeinträchtigten willst du ja sicherlich nicht vor den Busch stoßen, ne? Sondern ins Schwimmbecken, ne? Yeah. Witzig, witzig. Ich finde das ja mega, das ist toll. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr den Witz und die Folgen für Luke Mockridge bewertet. Es würde mich wirklich interessieren. Und die Frage, die ich mir zu Finessi stelle, ist, wie kann man bitte so schlecht die Cancel Culture verteidigen? Ich glaube, die gute Finessi braucht echt neue Brillengläser, weil sie schießt echt über sie hinaus. Ungefähr so. Ja, das gipfelte dann in der Anschuldigung, dass Kleininfluencer Salami transfeindlich sein soll, beziehungsweise man... Das ist so geil, wie einfach jeder mittlerweile, also ich kann das Wort transfeindlich und also... Ich würde es auch gerne, ey Finessi, bitte, melde dich doch mal bei mir, lass uns doch mal quatschen, also mit der Einstellung, die sie hat, mit der, sag ich mal, Messeinrichtung, die sie da hat, da ist wirklich 99% aus ihrer Sicht müssten ja demnach transfeindlich sein. Also wirklich, wie läuft man denn so durchs Leben? Also dann siehst du ja wirklich überall nur noch Feinde. Generell transfeindlich ist, wenn man keine Transfrauen daten möchte, was sowas von ab vom Schuss ist. Für sie halt ein Ausschlusskriterium im Datingbereich ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt Menschen wie sie zum Beispiel. Ja, aber warum ist das beim Dating für dich ein Ausschlusskriterium? Und für weil ich auf Frauen stehe, vielleicht. Also das ist auch nicht böse. Also ich hab gar nichts dagegen, wenn jemand wenn ein Mann Männer gerne hat, auch für hehe, hui, so, ne? Oder wenn ein Mann auf Transfrauen steht, alles cool, aber ich halt nicht. Also, ich mag so die Oldschool-Frauen, die so komplett, so, aber das, tut mir leid.
Wenn du dich die Frage stellst, könntest du vielleicht zu einem Ergebnis kommen, warum das manche als transfeindlich sehen? Ey, das ist meine Logik, die ich geil finde. Man diskriminiert also pauschal alles, was man auf dem Datingmarkt ausschließt. Als heterosexueller Cis-Mann ist man also grundsätzlich männerfeindlich, weil man diese nicht datet. Und wenn man als Frau einen Partner sucht, der größer ist als man selber, dann ist man kleinfeindlich, ihr niederträchtigen Hobbitasser. Oder gilt diese Spezifik... Wollt ihr eigentlich mal wissen, was ich alles feindlich demnach bin? Es gibt super viele... Ich bin ja schon allein schon optikfeindlich. Also wenn eine Person mir optisch nicht gefällt, dann will ich sie nicht daten. Wow! Da fliegt mir noch der Hut vom Kopf. Also was ist denn das für eine geile Argumentation? Spezielle Lore zufällig nur für Transpersonen, weil es dir gerade so ins Bauchi-Bauchi passt, dass alle, bei denen du nicht ins Beuteschema fällst, grundsätzlich Transfeinde sind? Das ist übrigens Finessi, wenn sie auf dem Datingmarkt abgelehnt wird. Finessi tut hier so, als gäbe es keine Art von Präferenzen auf dem Datingmarkt, aber das Thema ist super individuell und das ist auch gut so. Es gibt Menschen, die stehen auf dicke Leute, auf dünne Leute, auf behaarte Leute und so weiter. Selbst bei der Kuchendilz. Hautfarbe gibt es Vorlieben. Zum Beispiel gibt es schwarze Frauen, für die es nur in Frage kommt, auch einen schwarzen Typen zu daten, weil ihr etwas anderes nicht zusagt. Aber das macht aus ihr dann doch keine Rassistin, oder doch? Naja, was soll ich sagen? Laut Finessi vielleicht schon. Teil möchte es einfach aus dem Grund wissen, aus dem man auch zum Beispiel Größe... Das weiß er woher? Gewicht, Religion, Herkunft, Haarfarbe und. Auch Herkunft ist so ein Ding... Warum möchtest du das wissen? Warum ist das wichtig? Also auch Herkunft ist so ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde... Bisschen schwierig. Bist vielleicht ein Rassist einfach. Boah. Ach, weiß nicht. Ja. Also ich finde gerade beim Thema Dating kannst du diese strukturellen Probleme nicht anwenden. Also wir reden ja nicht von wer bekommt den Job. Ja, bei wer bekommt den Job? Am Ende kann natürlich trotzdem der Arbeitgeber entscheiden, wem er den Job gibt. Und er kann jetzt dann sagen, ey, ich habe auch keinen Bock auf, Menschen, die aus den und den Nationen kommen. Ich habe keinen Bock auf Leute, die Religion haben. Und das können wir dann auch wirklich sagen, ja gut, dann ist die Person wahrscheinlich ein bisschen, hat eine Abneigung dagegen. Und das könnte man vielleicht auch als rassistisch bewerten und so weiter. Aber beim Dating habe ich ein großes Problem. Wir reden hier wirklich das ist jetzt nicht etwas, wo ich eine Quote einführen kann, um etwas Strukturelles zu verändern. Also ich kann halt nicht hingehen und sagen, so Sinan, ich habe das letzte Jahr über jetzt, ich hatte jetzt blond, braun, rothaarig, trans hatte ich noch nicht. Quote. So funktioniert das da nicht. Ich meine, guckt euch mal an. Wie heißt der? Boris Becker. Der hat doch jetzt schon wieder geheiratet. Schaut euch mal an. Der hat im Grunde jetzt schon 4 oder 5 Mal, ich sag's jetzt einfach mal, dieselbe Frau gehabt. So, es ist immer der gleiche Typ. Immer so ein bisschen POC drin, nicht komplett, ja. Und anscheinend ist das sowas von krass sein Ding. Also ich glaube, dem kannst du nicht kommen mit, ey, Boris, das ist voll rassistisch. Sondern du musst jetzt auch mal eine Asiatin daten. Dann sagt der, nee, wieso? Nee, muss er auch nicht. Also das ist so ein bisschen strange, dass beim persönlichen Dating da jetzt mit einer Rassismuskeule zu kommen, ist wirklich, das geht, ist too much. Und wieder, ich komme entgegen, ja. Ich sage, wenn es, wie gesagt, um Job geht oder so, oder weiß ich nicht, ist das eigentlich, oder Wohnungssuche, irgendwie sowas, da muss man wirklich aufpassen. Aber bei wirklich, wenn es um Dating geht, Leute, bleibt mal auf dem Teppich. So ist vielleicht. Nein, 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 nein! Es wird einfach unreflektiert mit Buzzwords um sich geschmissen und gehofft, dass irgendwas hängen bleibt. Bitte, bitte lasst euch nicht einreden, dass ihr Menschen diskriminiert, nur weil sie für euch als Beziehungspartner nicht in Frage kommen. Deine persönlichen Vorlieben kannst du halt nicht beeinflussen. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Menschen auf die unterschiedlichsten Sachen stehen. Und das Einzige, worauf kein Mensch steht, ist T-Tech. Da bin ich wieder. Man merkt auch einfach richtig, dass diese Bubble aktiv nach Dingen sucht, über die sie sich aufregen können. Das merkt man auch am nächsten Beispiel, denn spricht man davon, dass eine Transperson eine Male-to-Female-Transition gemacht hat, also über
über die Geschlechtsanpassung von Mann zu Frau, dann ist selbst das problematisch und überhaupt nicht cool. Übrigens auch eine Bezeichnung, die ich nicht cool finde, Male to Female, weil es ist Female to Female. Man verwandelt sich nicht irgendwie von männlich zu weiblich, sondern ist weiblich und gleicht gegebenenfalls den Körper an und ist aber halt. Female to Female ist die Operation? Hä? Female to Female? Ich frage mich bei solchen Takes immer, wie sehr wir alles in Watte packen müssten, bis diese Bubble endlich zufrieden wäre. Es ist doch klar, dass mit Male to Female Transition das Körperliche gemeint ist. Female to Female Transition macht davon abgesehen gar keinen Sinn. Warum sollte man einen Frauenkörper zu einem Frauenkörper transitionieren? Aber ich habe schon wieder den simplen, geilen Humor. Er dreht einfach das Bild. Wie, er ist voll clever. Macht davon abgesehen gar keinen Sinn, warum sollte man einen Frauenkörper zu einem Frauenkörper transitionieren? Aber ey, ungerade kann doch auch mal gerade sein, wenn es um das Bauchi-Bauchi von Finessi geht, die sich halt gerade mal wieder über irgendwas aufregen möchte. Aber nicht nur Finessi stand in der Kritik, sondern auch ihr Chat, weil der wohl ganz gerne mal über die Stränge schlägt. Neben mehreren kleinen Beleidigungen wurde gesagt, er hätte für seine Aussagen einen Stich verdient. Ach, da wird reingeschrieben, dass ich einen Stich verdient habe und dann werde ich halt einfach wegbeleidigt und so. Aber die Woke-Bubble wäre nicht da, wo sie heute ist, wenn sie sich nicht... Ja, wobei ich an der Stelle sagen muss, immer Vorsicht mit Chat-Schuld, geiles Wort, da muss man immer vorsichtig sein. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch gerade gar keinen Blick drauf, was ihr im Chat schreibt. Ich hoffe einfach, dass ihr keinen Blödsinn schreibt und ich möchte auch nicht, viele sagen dann so, ja Sinan, du musst mehr Moderatoren, du musst das alles so regulieren und so. Und ich weiß nicht, vielleicht müsste man das, ja. Und ich habe ja auch Mods, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, es ist immer besser, einfach ein Klima herzustellen, wo das nicht passiert. Anstatt, dass man da wieder hingeht und versucht jetzt, also das hat ja auch wieder etwas und da verstehe ich diese vermeintliche linke Woke-Bubble nicht. Also weil das hat sowas Autoritäres. Und ich habe irgendwie immer gedacht, so dieses mit Hierarchien und da sind welche, die haben das Sagen, die können entscheiden, die können hier das regulieren und so. In meiner linkssozialisierten Welt war das eher so, wir halten aus, wir einigen uns darauf, was zu weit geht und wir kriegen das so hin. Wir brauchen keine Aufpasser. Wir brauchen keine Denunzianten und weiß ich nicht und geheim irgendwie da was. Das brauchen wir eigentlich nicht. Also ich bin nicht verantwortlich dafür, was Leute in einem Chat schreiben. Und ich will auch andere nicht verantwortlich dafür machen, was bei denen im Chat geschrieben wird. So. Gucken wir mal weiter. Immer maximal peinlich gegenseitig in Schutz nehmen würden. So kam Woke-Bubble-Gangster-Boss Dekadent mit bosshafter Musik um die Ecke, um die holde Maid Finessi zu retten, auf seine eigene Art und Weise. Dies endete dann in einem legendären Entscheidungskampf. Das ist so dumm. Man baut einfach ein paar Memes ein. Und ich bepiss mich vor Lachen, ey. Zwischen Koloss Karl und BWL Justus Salami in einem Live-Gespräch, wo auf Teufel komm raus die Woke-Bubble in Schutz genommen werden musste. Komme was wolle, die Begründungen wurden im Laufe des Gesprächs immer dümmer. Aber ist es dann nicht auch meine Verantwortung, jetzt zum Beispiel mich mit einer Thunderrock oder mit einer Finessi kritisch auseinanderzusetzen und vielleicht auch denen zu erklären, dass ihr Ausdruck im Internet vielleicht und auch ihr, wie sie Sachen rüberbringen. Mhm. Thunderrock zum Beispiel hat sich halt krank widersprochen, indem sie halt zum Beispiel sagt, dass halt wenn man Transperson nicht daten möchte, dass transfeindlich ist, aber sie datet niemanden, der religiös ist und schließt alle Menschen, die religiös sind, grundsätzlich aus und das ist in Ordnung so. Warum sollte man so, weißt du, das schadet ja im Endeffekt auch dann der ich würde Nein sagen. Insgesamt. Also ich würde doch sagen, natürlich ist es schädlich für die Bewegung. Man sollte im Aktivismus für die Trans-Community bei Fakten bleiben. Und arbeitet man dann wie Finessi und Thunderrock mit Bauchi Bauchi statt Hirni Hirni, dann bewegt man sich halt auf sehr dünnem Eis. Es ist Bauchi Bauchi statt Hirni Hirni. Ach, insgesamt, also man muss einfach mal insgesamt mehr lachen. Also, ich würde auch im Übrigen eine Transperson, ich würde die daten. Also im Sinne von, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so voll so klar, ich mal zusammen essen gehen auf jeden Fall, aber ich weiß bei gewissen Sachen, also wenn es gewisse Sphären erreicht, möchte ich mal sagen, dann habe ich nach 39 Jahren doch ein ganz gutes Gefühl dafür, glaube ich, dass ich weiß, was mir eher zusagt und
was mir weniger zusagt. Maßen zu sagen, dass man Leute diskriminiert, nur weil man sie nicht daten möchte, und das bringt sehr negatives Licht auf die queere Community, was ich schade finde. Die queere Community steht so oder so schon schlecht da in der Öffentlichkeit, weil sich die rechten Kräfte da extrem raufstürzen, und auch aus der bürgerlichen Mitte und selbst von links gibt es mittlerweile Kritik an manchen Auswucherungen, wie zum Beispiel an der Thematik, dass Aktivisten behaupten, dass es völlig normal sein sollte, dass Kinder mit Kings konfrontiert werden. Zu dem Thema kommen wir aber gleich. Der Punkt ist aber, Leute aus der LGBTQ-Community haben es in unserer Gesellschaft schon schwer genug, weil Teile der Gesellschaft in Deutschland immer noch sehr intolerant sind. Oh, no. Warum probiert man dann aber auch die toleranten Leute gegen die queere Community aufzubringen, indem man Geister beschwört, die es nicht gibt, nach dem Motto, alle transfeindlich, die keine Transpersonen daten wollen, oder dieses pauschale Abgewerte, nur weil dein Gegenüber weiß und männlich und super privilegiert ist? Das, was ihr macht, ist inhaltlich auf dem Level eine Antwort von Joe Biden. Excuse me, where's the lobby? Thanks. Ich würde Nein sagen und ich möchte das aber begründen. Safe Spaces müssen wir Außenstehende, nicht Betroffene, gar nicht verstehen. Und die sind auch oftmals gar nicht fair. Also, ich will nicht sagen, dass da oftmals sehr, sehr viele pauschalisierte Beleidigungen getätigt werden, die jetzt so von dir und mir betrachtet komplett drüber und unangemessen sind. Aber es ist ein Coping-Mechanismus. Da schauen oftmals Menschen zu, die nirgendwo anders eine Daseinsberechtigung für sich finden und die sich da verstanden fühlen und die sich da empowern fühlen. Und da sind auch Beleidigungen, so beschissen sie sind, oftmals sehr, sehr kraftgebend. Und dann müssen die wieder raus ins reale Leben und werden beim Einkaufen dumm angeguckt. Und dann denke ich mir, ich muss dann über eine Beleidigung drüber hinwegschauen und muss mir denken, ha, die hat mich jetzt ziemlich doppelmoralistisch angefeindet und das ist unfair. Aber dafür hat es einem anderen Menschen vielleicht geholfen, den Alltag ein bisschen besser zu überstehen. Ja, ich finde es auch toll, wenn eine Person, die es schwer hat, durch den Alltag zu kommen, einen Weg findet, wie es einfacher wird. Aber nur weil du im Supermarkt von einem Vollidioten diskriminiert wirst, gibt dir das ja nicht das Recht, über alle anderen in der Öffentlichkeit herzuziehen, damit du dich... Also, ich möchte mal hier sagen, ich verstehe das, was Dekadent hier sagt. Dass, wenn du eh schon einfach es schwerer hast, weil du vielleicht bei dieser gaußschen Normalverteilung weiter am Rand stehst und damit automatisch einfach ein bisschen aus der Norm fällst und dann bist du auch wahrscheinlich häufiger im Konflikt mit anderen Menschen. Das ist einfach ein ganz normaler Fakt. Das wird sich auch niemals ändern. Wenn viele Menschen ähnlich zueinander sind, dann werden sie den Großteil der gaußschen Normalverteilung eben füllen und dann haben wir Menschen, die sind außerhalb und das wird immer ein Stück weit so sein. Und wenn du da bist und du hast eben diese Kämpfe oder du hast mehr diese Konflikte, dann kann es vielleicht sogar mal empowernd sein, wenn dann irgendwie einer zu dir sagt, ey, guck mal, die sind alle scheiße oder du bist ein bisschen unsachlich, also gibst einfach ein bisschen wohl. Das ist ja das, was Dekadent hier versucht hat zu erklären. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist, such diese Safe Spaces doch nicht in der Öffentlichkeit im Internet. Also das ergibt doch gar keinen Sinn. Also du gehst dahin, wo alle hin können, wo genau die hin können, die vielleicht auch keinen Bock auf dich haben, wo jeder hinguckt, was alle triggert, wo Geld verdient wird, auch mit diesem Stream, mit diesem Video und so weiter, mit Themen, die aufregen. Und dann sagst du, das ist aber ein Safe Space. Nein, so funktioniert das nicht. Also dann musst du wirklich, ne weiß ich nicht, dann musst du ganz... ja, knallharte geheime Gruppen machen. Da muss ein Verein gründen und sagen, wir sind hier und hier, das ist, was hier gesprochen wird, bleibt auch hier und so, muss dann halt auch hinkriegen. Aber exponier dich nicht im Internet, hau die wildesten Takes raus und sag dann, alles, was jetzt darauf an Kritik kommt, ist feindlich. Das ergibt keinen Sinn, das ist doch Quatsch. Also, entschuldige. Es tut mir leid. Mich besser fühlen. Oder auf unironisch Gewaltfantasien öffentlich zu teilen, was im Chat der Woke-Bubble leider vollkommen normal ist. Ich habe mir selbst mal die Zeit genommen und mich in ein paar Streams aufgehalten und was ich da erlebt und mitbekommen habe, ist echt krass. Die Leute sind unfassbar hasserfüllt und intolerant für eine Gruppe, die diese Werte eigentlich verurteilt. Und ich glaube, das checkt Dekadent auch selber. Also klar, Safe Spaces sind gut und sinnvoll. Also ich bin jetzt, also wie gesagt, ich finde das beschissen, Alter. Das ist ein beschissenes Gefühl, wenn du denkst, dass du dich für Marginalisierte einsetzt und dann klickst du da rein und wirst halt 20 Minuten lang durchbeleidigt. Das ist ein beschissenes Gefühl, Alter. Ich fühle mich da jedes Mal wie das letzte bisschen Mensch, ey, wenn ich da teilweise reingucke. Da habe ich die ganze Zeit immer nur so dieses Gefühl von, ich fühle mich missverstanden und das ist unfair und das ist ungerecht. Und genau das ist der Punkt. Sie sind nicht fair und deshalb kann man es logischerweise kritisieren und genau das ist... Wie kommt der eigentlich dann immer in diese Safe Spaces? Also was sind diese Safe Spaces, die sie meinen?
Es passiert nicht mehr und nicht weniger. Und dasselbe Spiel gibt es bei der aktuellen Thematik rund um Kings mit Kindern. Ich bin selbst zum Beispiel ein Befürworter des CSD, weil es für gute Werte einsteht. Für Vielfalt und Akzeptanz in der Gesellschaft, das sind natürlich weiterhin wichtige Themen. Aber nur weil es für... Ich lese gerade im Chat, ne, hier so voll Body-Shaming, ne, schreibt jemand, Sinan, putz deinen Mund, du hast noch Zahnpasta an der Seite, das ist eine Pigmentstörung, du Arschloch. Weißt du, wie gemein das ist? Hier, die Haut wird nicht mehr Pock. Toll. Jetzt fühle ich mich, wie gemein, ey. Ich dachte, das wäre ein Safe Space. Für eine gute Sache steht, bedeutet dies nicht, dass auch mal Dinge auf den CSDs passieren, die man nicht gutheißen muss. Zum Beispiel die Geschichte, wenn Kinder auf halbnackte Pub-Player in Fetischkleidung stoßen und dann ein Rollenspiel ausüben, welches offensichtlich halt ein Kink ist. Das kann man meiner Meinung nach absolut kritisieren und sollte es auch tun. Ja, nicht so laut Finessi, die findet sowas anscheinend sogar förderlich und progressiv. Wir schauen uns jetzt an, warum Kink auf Pride gehört. Ich weiß, jetzt kochen schon die Menschen wieder und schreiben Kommentare wie nein, niemals, weil das sind Kinder und die explodieren, wenn sie Regenbogenfahnen sehen. Einfach so. Ist meiner dreijährigen Nichte passiert und sie ist einfach in Luft aufgegangen. So, also nur die Kommentare, die man erkennt. So. Aber er tatsächlich gehört King auf Pride. King gehört also auf den Pride. Selbst wenn wir uns darauf einigen würden, was aber an sich schon mal eine mindestens umstrittene These ist, bleibt ja immer noch, dass Kings hier mit Kindern ausgeübt werden. Wie kann man dazu der Ansicht kommen, dass wir mehr davon brauchen? Muss man, um diese Logik zu verstehen, auch jeden zweiten für transfeindlich halten? Wie gesagt, das ist Finessi, wenn sie auf dem Datingmarkt einen Korb von einem Typen bekommt. Nicht. Meine Mutter unterhielt sich mit einem Mann, der von oben bis unten in Leder gekleidet war. Neben der Frau stand ihr Kind, ich schätze so mal um die 5 Jahre alt. Neben dem Mann saß ein Hund, den er an der Leine hielt und bellte das Kind an. Allerdings war der Hund kein echter Hund, es war ein Mensch, ein Puppyplayer, der mit Hundemaske auf allen Vieren von dem Kind saß und es anbellte. Das Kind kriegte sich vor Lachen nicht mehr ein. Und ja, ich meine, das kann durchaus so sein. Kinder checken sowas natürlich noch nicht im sehr jungen Alter. Wenn aber ein Kind plötzlich in einem vielleicht sogar sexuellen Rollenspiel mit einem erwachsenen Hund steckt, dann habe ich hier ehrlich gesagt meine Bedenken und würde das vielleicht nicht so tolerieren. Also keine Ahnung, warum das hier von Finessi als null kritisch betrachtet wird. Sie baut auch nebenbei bemerkt immer wieder denselben Strohmann auf. Dazu gehören zum Beispiel Entspannung, Flucht aus dem Alltag, therapeutische Vorteile, Spiel und Geselligkeit, Beziehungsaufbau und Stärkung eines Gefühls von Community. Und ich finde, das sind alles so super valide Gründe zu sagen, ich mache was, das haut mich jetzt so ein bisschen raus aus dem Alltag und es ist was ganz anderes. Ja, aber dagegen hat doch keiner was. Wenn du Laune darauf hast, Hund zu sein, dann kannst du das doch tun, leb dich aus. Aber man muss halt damit rechnen, dass Leute etwas dagegen haben könnten, wenn man seine Kings auf offener Straße ausübt, obwohl die im Schlafzimmer besser aufgehoben wären. Oder aber auf Veranstaltungen, die für Kings gemacht sind. Und wenn dann auch noch Kinder mit reingebracht werden, welche gar nicht verstehen, was abgeht und selbst nicht einschätzen können, dass sie gerade Teil eines sexuellen Kings sind. Und ja, Kink ist ein Synonym zu Fetisch und es wird in Verbindung mit Sexualität gebracht. Dann finde ich das nicht fair gegenüber des Kindes. Aber schreib mir... Ich hatte dazu ja auch schon ein Video gemacht. Also das ist echt für mich sehr, sehr merkwürdig. Und da muss man, finde ich, auch nach wie vor höllisch empfindlich sein sogar. Weil wir sind doch... Also ich denke mal, gerade schauen, keine Ahnung, 500 Leute ungefähr zu oder jemand, der das YouTube-Video jetzt guckt. Ich behaupte, fast 100% der Zuschauer jetzt sind erwachsen. So, wirklich im Erwachsenenalter mit ausgebildeter Sexualität. Und wir wissen ganz genau, ab wann etwas ja, in diese Ecke geht. Ja, wir wissen, wann welche Areale angesprochen werden. Und ich finde das so komisch, scheinheilig oder verlogen, ehrlich gesagt, wenn mir dann so ein Puppy-Player an der Leine da so rumdackelnd erzählen möchte, das hat irgendwie gar keine Komponente. Also das ist, und es ist aber gleichzeitig super wichtig, das vor Kindern zu machen. Also da denke ich mir, okay, willst du mich verarschen? Also, ja, ich finde, man hat da ein sehr gutes Gespür dafür. Und deswegen, ey, machen wir uns doch nichts vor. Wir wissen, ab wann etwas, ja, und dann kam immer von Finessi auch der Vergleich mit Karneval. Ja, genau. Und wir wissen exakt, das hat jeder ziemlich genau im Gefühl, ab wann ist es Kinderkarneval, ab wann ist es Straßenkarneval und wann fängt dieser Karneval an, wo die, weiß ich nicht, die Menschen ein bisschen freizügiger sind, ein, zwei Bier mehr getrunken haben und das Ganze in eine andere Richtung abdriftet. Und da habe ich selten gehört, bring mal abends zur Party, wo es dann noch ein bisschen mehr zur Sache geht, bitte noch die Kinder mit. Das ist nämlich wichtig, dass die das sehen. Also, nee.
eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und interagiert mit dem Video, damit ich mehr Videos mache. Sonst mache ich mich sympathisch aus dem Staub wie nach meinem letzten One-Night-Stand mit einer Single-Mutter von zwei Kindern. Sagt eurer Mutter danke für alles. Willst du uns wirklich verlassen? Sorry, aber ich bin nicht für euch verantwortlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir heute einen ersten guten Einblick bekommen haben, aus welcher Warte die Woke-Bubble heraus argumentiert und dass sie in ihren Meinungen nicht nur oftmals ziemlich radikal sind, sondern auch richtig böse und sauer werden, wenn du ihre Ansichten nicht eins zu eins teilst. Das Aushängeschild ist natürlich Shoyoka, welche in letzter Zeit vollkommen außer Kontrolle gerät. Alpha Kevin sei eine Gefahr für die Demokratie und ihre neueste Errungenschaft, mir durch die Blume vorzuwerfen, ich würde mir illegale Influencer-Pornografie anschauen und irgendwelche Cum-Tributes von ihr. Geschichten aus dem Shoyoka-Garten. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, empfehle ich euch meinen zweiten Kanal JJ Riddle, wo jeden Tag neue Videos kommen. Damit seid ihr immer informiert und zuvorkommend, genau wie Shoyoka im Auto an der Ampel. Ha! Oh, also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hab dich nicht rübergewunken. Ich wollte meinen eigenen Furz riechen. Wenn Shoyoka möchte, dass die Sache eskaliert, gerade tut sie ja mal wieder alles, was in ihrer Macht steht dafür, dann werde ich da sein, um mich zu äußern. Um sie und ihre Truppe von Nebelkerzen in die Schranken zu weisen. Und ob es dann endet? Ich glaube nicht, denn die Woke-Bubble ist ja für ihre fantastischen Comebacks bekannt. Bye. Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchen die Leute ganz schnell das Weite. Checkt den Cockney aus, um eure Okay, machen wir nicht. Das war's. Ja, sehr schönes Video. Ich muss ja noch kommentieren und liken, hat der Herr mir gesagt. Ich habe das nicht subscribed. Was ist denn da los? Es tut mir leid. Dieses Video hat mir sehr gut gefallen. Es hat mich auch sehr gut unterhalten. Vielen Dank dafür. So. Was Kreativeres ist mir nicht eingefallen. Das habe ich jetzt nur so geschrieben. Ich muss sagen, also insgesamt mein Fazit, es war ein gutes Jay Riddle Video, aber, und ich sage das jetzt mal so, es war mir an manchen Stellen, hatte ich fast das Gefühl, es ist ein bisschen zu ernst. Also hinten raus, also vorne war schon so Gag-Feuerwerk und hinten raus, weiß ich gar nicht, ist das eigentlich eine Kritik? Jetzt ist so die Frage, was erwarte ich von einem Jay Riddle Video? Will ich wirklich nur 35 Minuten am Stück ablachen oder da muss ich jetzt selber nochmal drüber nachdenken. Tja, wie auch immer, das war meine Reaktion darauf.